Hallo und herzlich willkommen zurück zu die Elder Scrolls Online. Ja, ich war ein bisschen verstört, als ich reingegangen bin. Hier ist alles so trüb und nass und dunkel. Also das genaue Gegenteil gerade von der Realität. Aber das muss natürlich auch mal sein. Und achso, wir genau. Wir hätten mit so etwas von ihm rechnen sollen. Er hält sich für etwas Besseres als wir anderen. Wir sind immer noch in Grünschatten und zwar hier unten links in einem kleinen Örtchen Waldheim. Und da sprechen wir mal eben mit ganz vielen Äffchen und Ratten und Kunira Daro. Vorsicht, Freundin! Sicher, ihr seht aus, als ob ihr euch zu wehren wüsstet. Aber dieser Ort wimmelt von skrupellosen Ratten. Besonders Angore. Der Bastard denkt, er kann damit davonkommen, mich übers Ohr zu hauen. Sagt, seid ihr daran interessiert, mir dabei zu helfen, Konten auszugleichen? Gegen Bezahlung natürlich. Ich lausche. Seht ihr die Seeadler da drüben? Das ist Angores Schiff. Sieht ganz danach aus, als wäre ich nicht die Einzige, die sauer auf ihn ist. Die Wachen des Dominions haben dort auch schon herumgeschnüffelt. Er muss mit richtigem Abschaum unter einer Decke stecken. Was soll ich eurer Meinung nach tun? Angore sollte mir eine Ladung Sommersendseide verkaufen. Aber er hat sie ausgetauscht. Ich bekam nur eine Kiste voller Lumpen und hatte das Nachsehen. Bringt mir die Seide aus dem Laderaum der Seeadler. Ihr werdet bezahlt, sobald ich die Ware sehe. Ich werde sie finden. Ja, und das hört sich doch schon wieder nach einer recht kurzen Quest an. Stehlt das Seidenbündel? Stehlt im Sinne von stehlen oder... Okay, das ist auch alles gestohlen. Ja, oh, 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 oh. Ich habe mich nicht runtergesetzt. Ich hoffe, hier sind keine Wachen in der Nähe. Aber die Sachen, die sind da nicht geklaut, hä? Okay, die sind alle... Aber die sind alle rot, da brauchen wir dann nicht... Ja gut. Habt ihr was gehört? Nein, haben wir nicht. So, kommt alle hier rein. Dann habe ich es ein bisschen einfacher, euch niederzumetzeln. Sonst keiner mehr? Wir haben es geschafft. Na, noch nicht. Wir müssen die Ware noch abliefern. Komm mit, Funke. Das ging auf jeden Fall sehr, sehr schnell. Da ist sie. Hattet ihr Glück? Ich habe es geschafft, die Seite zu bekommen. Hervorragend. Ich wünschte, ich könnte den Ausdruck in Angores Gesicht sehen, wenn ich das hier auf den Markt bringe. Ich habe das alles schließlich ehrlich gekauft. Vielen Dank für eure Hilfe. Hier habt ihr, was ich euch schulde. Im Gegensatz zu Angore halte ich mich an meine Abmachungen. Ja, und wir haben scheinbar von diesen Sachen einmal erlesene Seidenhandschuhe bekommen. Das ist schon ein ganz guter Verdienst, würde ich behaupten. Also einmal reinrennen, die Seide holen wieder raus, 338 Gold. Sind leichte Handschuhe, sage ich jetzt mal, verziert. Das heißt, wir haben da auch nochmal 109 noch dazu bekommen. Das lässt sich schon sehen, doch, muss ich sagen. So könnten die Quests gerne immer sein, weil dann hätte ich auf jeden Fall viel mehr Geld hier in Tamriel. So, jetzt ist die Frage. Ich denke mal, dass die hier länger dauert, aber ich würde ungern die nehmen, weil das könnte sein, dass wir dann weiter nach oben müssen. Deswegen werde ich erstmal nach hier unten zum Gasthaus der fünf Krallen reiten. Reiten, sagte ich, nicht laufen. Ja. Und dann schauen wir mal. Oh, was haben wir denn da? Anseide können wir natürlich nicht liegen lassen.
Nachtschatten auch nicht. Ich habe zwar gerade kurzfristig gedacht, dass es eventuell Akelei wäre. Schande über mein Haupt. Aber Nachtschatten ist auch wichtig. So, Moment. Die Acht seien gepriesen. Und gepriesen sollt ihr für eure Tapferkeit in Turinan sein. Ja, danke, danke. Ich weiß zwar überhaupt nicht mehr, was Turinan war, aber... Nun? Ich nehme das mal so hin. Da war doch gerade auch noch eine Scherbe, ne? Da müsste ich gleich mal gucken. Törichter Mantir. Was genau glaubt ihr, wird mit euch geschehen? Redest du mit mir, Kaltauge? Ihr gebt eine beeindruckende Figur ab, Freundin. Und ihr seht so aus, als ob ihr damit auch ein wenig Geld verdienen würdet, ja? Ich habe ein kleines Problem. Und ich glaube, die Antwort ist gerade auf diesen Balkon getreten. Ich bin vielleicht interessiert. Wo liegt das Problem? Der Chef bietet hier in Waldheim gewisse Dienste an. Wie zu erwarten sind solche Dienste nicht umsonst. Einer, der Mantir heißt, schuldet dem Chef einen Anteil seiner Gewinne. Aber wo es nun an die Bezahlung geht, da trödelt er. Dieser soll sie eintreiben, auf die eine oder die andere Art. Soll ich mit ihm sprechen? Nur eine bestimmte Sorte Charakter profitiert vom Krieg. Mantir hat ganz besonders davon profitiert. Obwohl wir schwach aufgestellt waren. In Zeiten wie diesen heuern wir oft Außenstehende an. Treibt die Zahlung bei Mantir ein. Und ein Teil davon gehört euch. Ganz einfach. Ja? Ja, wir werden sehen, ne? Ich werde sehen, was ich tun kann. Da in der Richtung, Richtung Baum liegt das. Also, nicht die Questaufgabe, was sondern... Ist? Die Scherbe. Ach, dahinter. Ah, okay. Dann holen wir uns die nämlich auch noch mal eben kurz. Ich habe sonst, meine ich, mit der Hauptquest nebenbei eigentlich immer mal wieder alle geholt. Aber die habe ich ganz offensichtlich übersehen. So. Ach, das war wieder dieses... Oh, lass mich wieder zurück. Es ist ja ganz cool, sag ich mal, aber wenn man dann immer so riesen Laufwege hat, bis man erstmal hinkommt, ist das ein bisschen doof. Du bist der, den man Mantir nennt. Ich bin im Moment sehr beschäftigt, verzeiht. Ich habe Glück, wenn dieser Fang genug zum Essen einbringt, geschweige denn meine Schulden abbezahlt. Bitte, überlasst mich meine Arbeit. Wegen eurer Schulden? Ach, nicht das schon wieder. Hört mal, zieht ab. Und richtet diesen flohverbissenen Katzen aus, dass sie ihr Geld schnellstmöglich bekommen. Es ist ja nicht mein Fehler, dass diese gerissene Farven es mir unter der Nase wegstibitzt hat. Ich könnte ihn jetzt einschüchtern, dann würde er mir wahrscheinlich das Geld geben. Ich könnte natürlich auch... Er guckt mich schon so böse an, ne? Dass dieser gerissene Farwin es mir unter der Nase wegstibitzt hat. Wer ist jetzt Farwin? Keine Ahnung. Farwin hat euch bestohlen, könnte ich jetzt fragen, und könnte wahrscheinlich bei ihm was holen. Oder ein... Ja, komm, ich schüchter mal ein. Gebt mir, was ihr habt, sonst plündere ich eure Leiche. Was? Oh, na schön. Ich bin lieber hungrig als tot. Ich hätte nie gedacht, dass diese Khajiit zu solchen Mitteln greifen würden. Hier, nehmt es und verschwindet. Ja, ich wollte es mir einfach machen. Alter, hallo Katze. Ich wollte nichts klauen. Ich wollte nur gucken, ob es geklaut wird oder ob man das so mitnehmen kann. Da, von der Seite aus gar nicht. Das ist halt, es ist ein bisschen blöd. Da bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite, das Oberste ist halt das, was man so anklickt, wenn man immer einfach weiterklickt. Also wäre das ja das, was Zenimax eigentlich möchte, in Anführungszeichen. Auf der anderen Seite, ne? Ich meine, er guckte mich so böse an, als ob das eigentlich nur
dahingesagt wäre, dass er da nichts zu essen hat und er eigentlich genug zu essen hat. Deswegen habe ich jetzt gedacht, okay, vielleicht schüchterst du ihn lieber mal ein. Ihr seid zurückgekehrt. Und mit dem Gold, ja? Ich habe das Geld hier. Mantir meinte, er würde nie mehr Geschäfte mit euch machen. Das werden wir noch sehen. Aber ihr habt getan, worum ihr gebeten wurdet. Und ihr werdet wie vereinbart euer Gold bekommen. Der edle Bashira weiß eure Dienste zu schätzen. Und eure Verschwiegenheit. Die habe ich nicht angeboten, aber die kann ich gerne anbieten. Wir haben leichte Pantoffel in Robust und ohne Set erhalten. Und schnell verdientes 338 Gold. Das ist auch schon einiges. Ja, da das jetzt wirklich sehr, sehr schnell ging, würde ich sagen, machen wir ausnahmsweise hier oben die Quest, die Amronal von Walenfeld noch mit. Es wird jetzt wahrscheinlich eine komplette Fehlentscheidung für mich sein. Ich weiß, aber ja, ich möchte euch jetzt nicht nach 10 Minuten wieder rauslassen, hört sich so an. Als ob ich euch gezwungen habe, hier zuzugucken. Moment, hier irgendwo? Da. Diese eingefrorenen Gesichter. Ich kann dort nicht hinuntergehen. Ich will nicht enden wie sie. Ich kann mich grob dran erinnern. Sie hat sie alle getötet. Sie eingefroren. Wie soll ich das besiegen? Ich musste wegrennen, richtig? Ich musste mich verstecken. Oder ich wäre auch tot gewesen. Wovon sprecht ihr? Die Irrlichtmutter. Ein legendäres Ungeheuer. Wir töten sie und bringen die Trophäe nach Hause. Das wird uns zu lebenden Legenden machen, haben sie gesagt. Wir stürmten vor. Und sie? Nun schaut doch nur einfach dort hinunter. Ihre schreienden Gesichter. Im Tode eingefroren. Warum seid ihr nicht eingefroren? Blöde Frage nach dem, was er gerade gesagt hat. Ein blöder Zufall. Ich bin mit dem Fuß an einer Wurzel hängen geblieben und gestürzt. Während die anderen abgeschlachtet wurden, lag ich mit dem Gesicht im Matsch. Ich weiß, dass ich sie rächen sollte, aber ich bin ein Feigling. Bitte helft mir. Vernichtet dieses Ding. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ja, sind wir mal ehrlich. Er sieht zwar schon ein bisschen so aus, aber im Endeffekt ist er doch eigentlich nur ein Junge, in Anführungszeichen, oder ein junger Kerl, der irgendeine Rüstung angezogen hat und nichts vom Kämpfen oder sonst was versteht. Also, ja. So, da liegt was. Und was noch Schöneres liegt auf der anderen Seite, beziehungsweise wächst gerade auf der anderen Seite. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Oh, entschuldigt bitte, aber Platinflöz kann ich nicht widerstehen. Ich wollte den Rest jetzt eigentlich stehen lassen, aber Platinflöz, das ist sowas wie, ja, noch wichtiger als Gold. Und Gold ist für jeden, der Housing macht, auf jeden Fall wichtig. Warum sind jetzt hier überall so viele Sachen? Weißt du, den ganzen Tag, wenn ich hier durch Tamriel laufe, finde ich fast nichts, weil jeder da irgendwie, ich glaube, da war jetzt noch Ahnenseide, aber egal. Das hier ist übrigens der Eingang zu einem sehr, sehr schönen Haus, was ich auch habe. Moment, wir müssen hier, glaube ich, runter. Besiege die Irrlichtmutter. Die dürft ihr. Was seht ihr denn unten rechts? Irgendwo hier. Ich hasse solche Sachen, wo man irgendwo. Das ist keine Irrlichtmutter. Du bist die Irrlichtmutter, oder? Ja. Hallo, ich bin nicht im Kampf. Dürfte ich endlich mal reiten? Dankeschön. So, das war in der Tat eine sehr schnelle Aufgabe. Dann können wir uns auch noch kurz der Ahnenseide widmen, die wir auf dem Hinweg haben stehen lassen. Ich meine zumindest, das ist hier gewesen. Also, dass das hier die war. Ja, doch, das war kurz nach dem, wo ich das mit dem Haus gesagt habe, glaube ich. Halt, stopp! Wieso ist der jetzt auf der anderen Seite? Moment. Oh. Wo ist der denn jetzt? Ich denke, der ist da, wo ich den zurückgelassen habe. Was macht der denn jetzt hier oben? Oder unten? Oder keine Ahnung. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wo er jetzt gerade ist. Hier.
Hast du mich verfolgt, oder was? Da seid ihr ja. Meine Feigheit ist mir peinlich. Euch diesem Ding hinterher zu schicken, nachdem ich geflohen war. Ich dachte, ich komme, um euch dabei zu helfen, meine Kameraden zu rächen. Ach so. Es ist vollbracht. Die Irrlichtmutter ist tot. Wirklich? Ihr müsst stärker sein, als ihr aussieht. Na danke. Vielen Dank, dass ihr meine Jagdgesellschaft gerecht habt und das Gebiet wieder für alle sicher ist. Ich habe nicht viel, aber nehmt dies als meinen Dank an euch. Meine Jagdgesellschaft, das hört sich eher so ein bisschen an, als ob das eine Gruppe von Halbwüchsigen gewesen ist, die, keine Ahnung, ne, wie man das aus diesen Horrorfilmen kennt. Wir gehen doch mal in den Wald rein, da lebt eine böse Hexe, wir wollen die sehen und nachher werden sie dann alle gejagt und sterben oder sowas. Wir haben eine belebende, beziehungsweise inbelebend einen mittleren Kopf bekommen, ohne Set, aber dafür gut. Genau, bete du mal um deine Kameraden. Alles gut, ist noch alles gut geworden. Ja, da das jetzt allerdings 3 Quests waren, möchte ich jetzt nicht noch... Ja, ich weiß, du willst dich auch mal mit verabschieden, es tut mir leid. Möchte ich mich jetzt trotzdem erstmal für heute verabschieden, weil, ja, ich habe so ein Gefühl, die nächste Quest, die ich dann annehmen werde, wird wahrscheinlich dann wieder was länger sein. Und dann hängen wir nachher da mit einer Dreiviertelstunde oder noch länger. Und das wäre dann doch ein bisschen viel. Vor allen Dingen, wie kriege ich jetzt 3 Titel, also 3 Questtitel in meinen Titel rein? Das wird jetzt noch problematisch werden. Antwort wahrscheinlich gar nicht. Na gut, so oder so, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao! Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!